Denn wer steht, sieht zu, dass er nicht falle. Wir sind nicht zu Richtern hier berufen, sondern wir müssen einfach die Geister prüfen, ob sie von Gott sind. Darum geht's. Es gibt auch evangelikale Verlags- und Zeitschriftenzusammenschlüsse, die nach meiner Meinung nicht gut sind. Wisst ihr schon, dass, ich denke, 80% der evangelikalen Bücher und Zeitschriften alle in einer Hand sind inzwischen? Also eine Monopolisierung. Und zwar, ich sage es ganz offen, diese Stiftung Christliche Medien, ja, das sind, die haben sämtliche großen evangelikalen Verlage aufgekauft inzwischen. Ob es Hensler Verlag ist oder Brockhaus Verlag, ERF Verlag, jetzt auch den Gerd Medien Verlag, ganz neu. Alles in einer Hand, dieses Multimilliardärs Friedhelm Loh in Haiger, Rittal Stahlkonzern. Er hat, habe ich gehört, mehr Geld als Donald Trump. Und er kann also die ganzen Verlage aufkaufen und die Werbung machen. Das wäre an sich jetzt nicht so schlimm, wenn diese Linie dieser Verlage nicht in die Richtung geht, ökumenisch-charismatisch. Also beobachte mal diese Neuerscheinungen. Das meiste, was da jetzt neu erscheint, geht in Richtung Ökumene oder diese pseudo-charismatische Richtung. Wir haben heute Mittag gehört, wie gefährlich auch diese Dinge sind, dass da oft okkulte Hintergründe sich befinden. Und auch die ganzen Zeitschriften, also nicht alle, aber viele Zeitschriften sind auch in einer Hand. Und dieser Kopf, der das alles steuert, ist Ulrich Eggers in Cuxhaven, der auch diese gotteslästerliche Volksbibel vermarktet hat, in einem eigenen Volksbibelverlag damals. Das hat der Ulrich Eggers durchgedrückt. Ich habe ihn einmal kennengelernt und ich hatte schon damals in den 80er Jahren, als ich ihn sah, hat mein innerer Sensor irgendwie ausgeschlagen. Ich hatte das Gefühl, bei dem Mann muss ganz vorsichtig sein. Ja? Ich war da erst einige Jahre gläubig und habe aber, ich spüre das manchmal innerlich, wenn da ein anderer Geist ist, ja. Ja, bei dem musst du vorsichtig sein. Und der hat dann diese Volksbibel ausgebracht und ist praktisch der führende Mann bei diesen ganzen Zeitschriften, wie heißen sie, Aufatmen, Dran, Hauskreismagazin, Teensmag, Senior, Klecks, also alles, kommt alles aus einer Küche sozusagen, ökumenisch, charismatisch. Ich rede Klartext, ich weiß nicht, wie lange man es noch frei sagen darf. Es wird ja immer mehr monopolisiert und die kleinen Verlage, die noch unabhängig sind, die sind so am Rande des Existenzminimums. Aber wir werden auch nicht, wir haben auch den Jeremia Verlag gerade wieder neu im Aufbau, ich darf es vielleicht sagen, wir werden nicht, solange ich lebe, nicht mit diesen kooperieren. Ja. Ich wünsche auch euch das, dass ihr diese Klarheit dann behaltet.